Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das ist das Review über das Wacom Bamboo Fun, also Pen and Touch, das ihr hier schon seht. Es ist eine Videoantwort auf Jan von Flying Graphics, der hat nämlich sein Wacom Bamboo Pen reviewed und ich review mal heute mein Grafiktablett. Wie gesagt, das ist das Wacom Bamboo Fun Pen and Touch. Ja, ich habe hier Größe S, das ist die kleinste Größe. Hat für mich erstmal gereicht als Einsteiger-Tablet. Ist mein erstes Grafiktablett und ja, wie gesagt, es reicht für mich erstmal. Ja, ich sag einfach mal, oder ich sag, ja, ich sage euch erstmal, wieso ich mich für das Pen and Touch entschieden habe. Also, ich zeige euch das jetzt hier einmal an meinem Screen. Ihr werdet ihr jetzt hier sehen. Hier habe ich zwei Bilder. Und das ist mein Grafiktablett. Ihr seht das hier schon. Es hat vier Tasten und ich kann halt, hier habe ich auf dieser Taste Touch an, Touch aus. Und dann kann ich halt hier mit dem Finger alles bewegen, kann Multitouch-Gesten und alles machen. Ja, finde ich im Nachhinein nicht so gut. Also ich finde es überflüssig. Ich brauche es eigentlich überhaupt nicht. Aber mir waren halt sehr wichtig diese vier Tasten. Ich zeige euch mal das normale Pen. Da sind halt hier keine Tasten. Und ja. Ich benutze es halt hauptsächlich nur zum Photoshoppen, wenn es dieses Verb gibt. Und da brauche ich die Tastenkürzel, oder halt, ich habe hier mir da auf diesen Tasten, habe ich mir dann Tastenkürzel angelegt. Und die brauche ich schon. Ja, das Wacom Bamboo Pen and Touch gibt es circa ab, oder um die 100 Euro kostet das. Ich habe es, glaube ich, für 95 bekommen. Weiß ich nicht mehr genau. Das Pen kostet um die 70 Euro. Okay. Kommen wir mal zu den Einstellungen und dabei benutze ich die ganze Zeit den Stift. Also, ich gehe hier mal Bamboo ein. Und dann gehe ich auf Bamboo-Eigenschaften. So, dann schließe ich das mal. Und ja, man sieht schon oder ihr seht schon, es ist ein bisschen anders als auf dem Mac und ein bisschen anders als beim Pen. Okay, hier haben wir verschiedene Writer. Ich gehe chronologisch von links nach rechts durch. Einmal die Radierempfindlichkeit. Hier, ich hoffe mal, die Kamera kriegt das jetzt hin. Auf jeden Fall ist hier so eine Art Radiergummi. Und das, muss ich sagen, benutze ich sehr häufig in Photoshop, denn das finde ich echt richtig gut. Man dreht es dann einfach um, zack, und macht alles andersrum. Ja, dann kann man hier noch diese beiden Tasten. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Kamera das sieht. Dafür drehen. So, jetzt sehe ich mich, sehe ich das selber. Also hier diese beiden Tasten. Und ja, da kann man halt Tastenbelegungen drauf machen. Hier drauf ist, auf der Taste ist Standard eingestellt der rechte Mausklick und auf der hier Bildlauf verschieben. Also das ist die Hand. Also wenn ich die gedrückt habe in Photoshop, das kann ich einmal zeigen. Kann ich hier, habe ich hier die Hand und dann, ja, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt ein bisschen rangezoomt, könnte ich das, ja, könnte ich damit das Bild bewegen. So. Das ist Standard eingestellt, habe ich auch so gelassen. Dann der Doppelklick-Abstand. Ich habe ihn so gelassen, ich finde ihn auch so in Ordnung. Ich hatte damit eigentlich keine so großen Probleme oder ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. Dann der Modus. Es gibt den Stift- und den Mausmodus. Der Stiftmodus ist, wenn ich mich hier, ihr seht das jetzt auf dem Grafiktablett, wenn ich mich hier unten in der Ecke befinde und dann befindet sich der Mauszeiger auch unten rechts auf dem Bildschirm und wenn ich mich hier oben befinde, befindet er sich auch gleich oben links. Also dann wird sozusagen der Bildschirm hier drauf gestreamt, so kann man sich das vorstellen und dann, ja, dann, wie gesagt, oben, unten. Ich verstehe das schon. Dann im Mausmodus kannst du mal bei der Maus, wenn ich hier aufhöre und da wieder anfange, dann bewege ich die Maus. Finde ich, komme ich überhaupt nicht mit klar. Ja, finde ich einfach besser, muss jeder selber wissen. Dann komme ich mal zum nächsten wichtigen, das ist das ist der Writer Tablet. Hier kann man einmal links- oder rechtshändig ausstellen. Wenn ich jetzt linkshändig mache, dann ist alles natürlich andersrum und das ist jetzt für mich sehr schwer auf rechts händig jetzt zu drücken. Und dann kann man hier halt beim Pen and Touch die Tasten belegen. Ja, da kann man halt Standard eingestellte oder Tastenanschlag. Ich habe zum Beispiel hier
Steuerung Alt plus Z und den kann man dann noch Namen geben. Dann die Touch-Geschwindigkeit, Zeigergeschwindigkeit. Ich denke mal, das ist klar. Dann geht das hier fix und dann ist es hier langsamer. Ich denke mal, ihr versteht das. Ja, dann noch die Doppeltipp-Geschwindigkeit, die Scroll-Geschwindigkeit und die Zeigerbeschleunigung. Man kann nämlich, wenn man jetzt auf dieser Taste hier, der das Scrollen eingestellt hat, kann man auch im Browser scrollen. Ich öffne dafür einmal YouTube und halte die Taste gedrückt und kann hier mit scrollen. Ja, und vielleicht habt ihr es eben schon gehört. Ich habe das Grafikkabel jetzt recht lange und vielleicht, na, man sieht es nicht. Das ist auf jeden Fall die Pinselspitze. Und irgendwann fängt die an zu kratzen. Also ich muss bis jetzt geht es noch bei mir. Ich muss noch keine neue kaufen. Aber es wird bald notwendig. Ich glaube, es waren auch welche dabei. Ich bin mir nicht genau sicher. Dann die Multitouch-Funktion. Also klicken mit dem Finger ganz normal, dass man halt so drehen kann, zoomen. Zeige ich euch mal den Gebrauch in Photoshop. Also ihr könnt natürlich jedes andere Grafikprogramm benutzen, welches ihr nehmt oder welches euer Favorit ist. Und ja, also man muss sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, aber dann ist es echt super. Also ich kann hier zum Beispiel mal so malen und dann seht ihr schon, man, es gibt hier verschiedene Einstellungen, wenn man einen Stift hat. Ich habe gerade die Einstellung Druck. Also wenn ich jetzt hier locker drüber fahre, also die Druckeinstellung, das ist dann Druckeinstellung. So, wenn man das so nennen kann. Also wenn ich leicht drüber fahre, nicht so hohe Deckkraft und wenn ich richtig drauf drücke, 100%. Dann gibt es noch diese Einstellung hier in Photoshop. Ich weiß nicht genau, welche das ist. Ach so, ja, dann verbleicht er richtig so. Also dann, ja, das ist halt noch ein bisschen extremer. Und dann gibt es noch diese hier. Das ist dann die Druck. Ja, kann ich das Härte nennen? Also wenn ich leicht aufdrücke, ist der Strich dünn und wenn ich richtig dick aufdrücke, ist der Maximalgröße von der Pinselgröße, die ich eingestellt habe. Also wenn ich jetzt hier richtig drauf drücke, wird er halt so groß wie der Kreis, den ich hier eingestellt habe. In dem Fall der Kreis halt. Und ja, dann zeige ich euch das mal mit dem Radiergummi. Also hier, das ist das Radiergummi. Ihr seht das vielleicht so von der Seite besser. Und ich drehe jetzt meinen Stift einfach um. Und dann sieht man schon, ich habe, der Pinsel hat sich geändert, weil ich als Radiergummi gerade diesen eckigen habe und radiere dann hier einfach, das geht auch schön weich. Sag ich mal, wie mit einem echten Radiergummi. Ja, ich empfehle euch, das bei euren Screencasts nicht zu machen, sonst wissen die Leute nicht, weil er hier nicht zum Radiergummi wechselt, sonst wissen die Leute nicht, dass ihr gerade beim Radierer seid. Ich habe es am Anfang nicht so oft genutzt, aber empfehle ich es euch mal auszuprobieren, weil also mir hilft es wirklich extrem. Ich kann damit sehr, sehr gut arbeiten. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Ja, dann halt mit den Tastenanschlägen. Ich habe hier, wie gesagt, zurück. So, dann zoomen. Irgendwie funktioniert das aber gerade nicht. Ich weiß auch nicht, habe ich. Ja, das ist auch ein kleiner Bug. Oder ich weiß nicht, ob es Bug ist. Auf jeden Fall, ich habe angegeben Steuerung Plus und er zoomt einfach nicht. Manchmal zoomt er, manchmal nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay. Jetzt sag ich mal, komme ich zum Final Review. Oder ja. Ja, zum Final Review. Ich empfehle jedem Grafikdesigner oder jedem jungen Grafikdesigner mal so etwas auszutesten. Also, ich mach mal einmal. So. Und ja, wie gesagt, es ist eine Kaufempfehlung. Ja, man ist damit viel schneller unterwegs und man kann zum Beispiel seine Handschrift oder so als Logo machen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, Jan nimmt das Video an als Videoantwort und ja, schaut doch mal auf unserem Kanal vorbei. Da habe ich ein paar Photoshop-Tutorials und in diesen Photoshop-Tutorials benutze ich das Grafiktablett. Ich laber jetzt hier wieder viel zu viel Müll. Ich sage einfach mal Peace, bis dann. So, ich muss jetzt viel schneiden in dem Video. Das war ziemlich anstrengend, hat lange gedauert, da mein Laptop recht langsam ist und da es übrigens heute bei uns 40 Grad waren. Das ist der Tag, wo Deutschland gegen Uruguay spielt. Steht gerade 3-2 für Deutschland. Ja. Yeah.
Und auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl jetzt einige Schnittübergänge da sind und so. Aber nun ja, es war viel zu lang und ja.